Das Wort hat nun Michael Kauch für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch die Rede von Herrn Kälber war voller Fehler, wenn man behauptet, ein Abteilungsleiter sei entlassen worden, den die eigene Regierung noch zum Umweltbundesamtpräsidenten gemacht hat. Dann zeigt das, wie ernst Sie es mit der Wahrheit nehmen, Herr Kälber. Und deswegen will ich mich damit auch gar nicht auseinandersetzen, sondern möchte darauf eingehen, was diese Bundesregierung in der finanzpolitischen Ausstattung der Umweltpolitik erfolgreich geleistet hat. Und mit dem Energie- und Klimafondsgesetz haben wir das größte Förderprogramm für erneuerbare Energien auf den Weg gebracht, das dieses Land je gesehen hat. Und da sind Sie wahrscheinlich deswegen so polemisch, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere von den Grünen, weil Sie es nicht auf die Reihe bekommen haben, was wir geschafft haben. Wir haben nämlich zusätzliche Mittel für den Umwelt- und Klimaschutz bereitgestellt. Das steht im Gesetz und das macht der Wirtschaftsplan deutlich. Und wir haben eben zum einen die Mittel aus den Kernkrafterlösen hier eingeführt. Wir haben aber auch etwas getan, was alle Umweltverbände uns immer vorgeschlagen haben, was Sie in Ihrer Regierungszeit als SPD immer gefordert, aber nie auf die Reihe bekommen haben, nämlich, dass die CO2-Versteigerungserlöse für Umwelt- und Klimaschutz ausgegeben werden. Wir machen das ab 2013 zu 100%. Niemand muss mehr für die Umweltpolitik zum Finanzminister betteln gehen. Wir haben eine gesicherte Finanzierung für die zusätzlichen Programme der nächsten Jahre. Das hat diese Koalition aus FDP und Union geschafft und nicht Sie, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, FDP und Union haben nicht nur die Finanzierung erneuerbarer Energien vorangebracht, nein, wir haben auch die Ziele für erneuerbaren Strom so hoch gesetzt, wie es keine andere Regierung in diesem Land je getan hat. 80% Ökostrom bis 2050, und zwar mit einem realistischen Szenario, wie das gelingen kann, und nicht mit Wolkenkuckucksheim, wie es die Opposition macht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Sie haben ja Ihren Antrag bzw. Ihren Beschluss vom Bundesparteitag hier versteckt, weil es Ihnen wahrscheinlich peinlich ist. Weil 100% erneuerbare Energien bis 2030 ohne ausgespannte Stromnetze, ohne Speicher, das wird nicht gehen. Sie sind diejenigen, die die deutsche Bevölkerung belügen mit Ihren Wolkenkuckucksheimen, die Sie hier auf den Weg bringen, meine Damen und Herren. Und es ist ein reiner Populismus, was Sie zum Beispiel zum Netzausbau sagen. Sie wissen, es gibt Widerstand, und deshalb versprechen Sie allen Erdkabeln. Sie wissen aber auch, das ist gestern ja noch mal höchstamtlich bestätigt worden, das kostet 20 Milliarden Euro mehr. Und das ist natürlich etwas, was auf die Strompreise umgelegt wird. Das ist für Ihre besser verdienende Klientel vielleicht kein Problem, aber für den Normalbürger in Deutschland sehr wohl, meine Damen und Herren. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion der Grünen? Bitte schön. Sie kommen ja wie ich aus Nordrhein-Westfalen, wenn ich richtig informiert bin. Und dort gab es bis vor einigen Monaten eine schwarz-gelbe Landesregierung. Ist Ihnen bekannt, dass diese schwarz-gelbe Landesregierung ein Ausbaugesetz, was die Grünen im Landtag gefordert haben, was das Land Niedersachsen vorgelegt haben, dass diese schwarz-gelbe Landesregierung, um den Netzausbau voranzubringen, entsprechende Initiativen im Landtag systematisch verhindert hat, die Bedenken aus der Bevölkerung nicht ernst genommen hat und wir deshalb in Nordrhein-Westfalen die Probleme mit dem Netzausbau haben wie in anderen Ländern. Und zweite Frage möchte ich Ihnen stellen. Sie haben eben gesagt, wir würden den Beschluss aus unserem Parteitag hier verstecken. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben das als Antrag eingebracht. Das war Teil das, wo Sie ausschließlich Gesetzesnovellen zur Atomlaufzeitverlängerung eingebracht haben. Da haben wir unser Energiekonzept zur Abstimmung gestellt im Umweltausschuss. Was Ihre Partei zusammen mit der CDU gemacht hat, ist, diesen Antrag von der Tagesordnung zu nehmen, weil Sie sich damit nicht auseinandersetzen wollen. Dann frage ich Sie, warum haben Sie das gemacht und werfen uns jetzt hier vor, dass das hier nicht zur Debatte steht?
Lieber Kollege, wir als Koalition aus FDP und Union werden den Netzausbau durch Bundesaktivitäten für alle Bundesländer voranbringen, indem wir nämlich beispielsweise Planungsvorgaben, soweit sie in der Kompetenz des Bundes liegen, auf den Weg bringen. Und wir werden beispielsweise, das hat der Wirtschaftsminister angekündigt, die Akzeptanz dadurch stärken, dass wir in den Dialog mit den Betroffenen, mit den Verbänden gehen. Und es ist eben so, dass man hier in Berlin nicht nur Versprechungen machen kann, sondern man muss vor Ort stehen. Und es ist doch so, dass Ihre grünen Kreisverbände überall, wo eine Bürgerinitiative ist, sich vorne ranstellen und gegen den Netzausbau demonstrieren. Und Sie stellen sich hier als Musterknaben hin. Das ist doch der Widerspruch Ihrer grünen Politik, hier für Erneuerbare sein und vor Ort immer dagegen. Sie können nur dagegen sein. Das ist doch Ihre Politik, meine Damen und Herren. Und diese Dagegenpolitik zeigt sich doch, Sie sind gegen Netze, Sie sind gegen CCS im Bereich Industrie und Biomasse, wo man CO2 sogar aus der Atmosphäre rausholen kann. Sie sind gegen den Ersatz von alten Kohlekraftwerken und senken deshalb die Klimaschutzziele in NRW. Sie sind gegen ein Endlager und haben 10 Jahre lang nichts getan, wohl wissend, dass wir eine Lösung finden müssen. Sie sind immer dagegen. Und wenn man sich anschaut, was Sie in Ihrem Antrag, der hier gleich zur Abstimmung noch steht, machen, Ihr grüner Umwelthaushalt, Sie fordern einfach mehr Geld. Generationengerechtigkeit ist Ihnen doch völlig egal. Wir sehen das doch. Im Bund senken wir die Neuverschuldung um 40%, Rot-Grün in NRW erhöht sie um 35%. Das ist Ihre Nachhaltigkeitspolitik. Und meine Damen und Herren, Ihre Herr Kollege, billigen, Sie müssen allmählich zum Ende kommen. Ich komme sofort zum Ende. Ihre billigen Gegenfinanzierungsvorschläge, 1,1 Milliarden Ausnahmenökosteuer, 1,1 Milliarden Besteuerung Erdöl, das ist doch alles nur heiße Luft, denn damit vertreiben Sie die Arbeitsplätze aus der Chemieindustrie nach Ukraine in die Länder weiter im Osten, die keinen Klimaschutz betreiben. Das ist nicht verantwortbar, das ist nicht nachhaltig und das ist einfach nur Klientelbedienung Ihrer Seite. Vielen Dank. Bei einer Kurzintervention erteile ich das Wort Kollegen.